to na naka mi shinobe tata be agala nala shimale kemale. Hallihallo, liebe Nachtschwärmer da draußen. Willkommen zurück zu Trashy Pasta, den wohl trashigsten Pasten auf ganz YouTube. Die Show, in der nicht mal das Plusquamperfekt ist. So weit ist es mit uns schon gekommen. Und das auch im Jahr 2022, mein lieber Alfie. Neuer. Frohes Neues, lieber Giant. Dir und... Oh, Insane Clown Posse, nicht schlecht. Und dir und allen anderen da draußen natürlich auch. Mein lieber Alfie. Ja, mein lieber Sean. Jetzt hätte ich fast die Geschichte vergessen. Ich war neulich in der Stadt. Nachdem wir uns so ausgiebig über Bier neulich unterhalten haben. Und da hast du mir, glaube ich, weil ich ja Rauchbier mehr holen wollte, hast du mir Schenkerler, glaube ich, empfohlen. Kann das sein? Schlenkerler oder Schenkerler, ja, das ist gut. Schlenkerler, glaube ich, war es, ja. Genau. Schon mal probiert? Ja, kann man mal trinken. Das Interessante ist nämlich, dass der Verkäufer mir gemeint hat, so, oh, Trashy Pasta. Nee, also gemeint, ja, hier, ne, ist aber extrem intensiver Geschmack. Kann sein, dass es nicht schmeckt. Mach's aber einen super Gulasch draus, wie wir Schwaben das machen, ne? Ist tatsächlich so, man kann es gut zum Kochen verwenden. Das kann gut sein, ja. Aber ich meine, ich hab's getrunken und es ist genau wie er gesagt hat, es ist so ein bisschen wie extrem intensiver schwarzer Schinken, Rauchschinken. Mm. Wobei ich noch nicht so der Fan davon bin, eigentlich, aber so als Aroma ist es verdammt geil. Also für die da draußen, die mal ein sehr intensives Biererlebnis haben wollen, Schlenkerle. Das Geile ist, wenn man so ein bisschen was davon trinkt, fühlt man sich schon, als wäre man angetrunken. Irgendwie bei dem. Aber es ist ein gutes Bier, definitiv. Ja, sehr zu empfehlen, auch von mir. Ne? Mal die Trashy Pasta Empfehlung des Jahres 2022. Naja, also so weit wollen wir mal nicht gehen. Des Monats. Ja. Des Monats, ne? Genau. Jeden Monat ein Bier. Ja, so kann man es auch machen, lieber Charles. Ne? Right responsibly. Ja, aber gut, scheint. Ja. Erstmal hier, hallo, ich bin der Stornso. Achso, ja. Grüßung, ne? Aber fertig. Die Geschichte ist zu Ende, nehme ich an. Ja, genau, ist richtig. Dann bin ich gespannt, mit welchen Geschichten es denn heute so zur Sache geht. Ja, dann spann dich doch nicht so auf die Folter und sag mal, welche wir haben. Oh, lieber Giant. Weil, es ist ja immer spät, wenn wir die ganze Sache aufnehmen und ja. Wenn die hochgeladen wird, ist es noch später. Wir kennen es alle. Und, da würde ich sagen, starten wir mit einem angenehmen Gruselabend. Und Chine, du hast ja einen Spitznamen für mich, oder? Weißt du, wie der denn lautet? Süßer? Ach, nicht der. Little Creepy Boy. Ah, aber natürlich. Ja, klar. Ja, den sagst du ja nur beim Coitus in der Dr. Sommer-Suite. Ne? In der Dr. Sommer-Suite. Cool. Okay. Ja, weißt du, wie es bei uns am Coitus immer aussieht, ne? Voll Narkose. Richtig. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ne, wenn ich dann aufwache aus der Vollnarkose, stelle ich dir immer eine Frage. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Raft. Version Entity 000. Geschüttelt, nicht gerührt, wohlgemerkt. So, und damit könnten wir auch schon starten mit der Geschichte. Der Gruselabend. Ich überlasse dir das Wort. Genau, nicht nur der Gruselabend, sondern natürlich auch das Gruseljahr. Zumindest, wenn es um alle Deutschlehrer geht, hier bei Trashy Pasta. Let's a go. Warum keiner, warum ich diese Jutsus gerade gemacht hat eh keiner gesehen. Der Gruselabend. Ich bin Lisa. Also in der Geschichte. Bin 15 Jahre alt und wir haben den 31.10.2021. Nicht korrekt, aber lassen wir durchgehen. Achso, Halloween. Kommst du öfter her? 31. Sonntag übrigens. Ja. Ich und meine Freundinnen, Clara, Nina, Victoria und Freundinnen. Ich und meine Freundinnen, danke. Clara, Nina, Victoria und Anna, haben eine Tradition. Wir machen immer so eine Pyjama. Ist was anderes. 15 Jahre alt. Wir nennen es einen Gruselabend. Alles Russinnen übrigens, weil ne, alles endet mit A. So, Scheiße. Wir erzählen,
Wir erzählen uns immer Horror-Kurzgeschichten gegenseitig in meinem Wohnzimmer. Alle gleichzeitig. Wir wissen nichts warum. So wenig, ja. Wir kriegen immer nichts mit. Das nennt sich Aufmerksamkeitsdefizit. Wir wissen aber nicht warum, aber es macht uns allen Spaß, weil keiner was mitkriegt. Also Chine, ich kann mich schon sehr mit den Leuten identifizieren. Ich bin zwar weder Russin noch 15 noch heiße ich Anna, Clara, Nina, Victoria oder Anna. Noch nicht mal mit zweit, dritt und viert und fünft Namen. Zweitnamen schon. Aber das ist ja was anderes. Aber wir erzählen ja auch uns immer gerne Gruselgeschichten. Also, wenn wir das jetzt richtig authentisch machen, müsste ich gleichzeitig, während du der Gruselabend vertonst, gleichzeitig Little Creepy Boy vertonen. Jetzt wird mal ein Special sein. Oh, das ist eine sehr gute Idee, ja. Der Gruselabend-Special. Und dann, aber wir beide machen das mit Speech Jammer, dass wir unsere eigene Stimme noch doppelt hören, mit einem kleinen Zeitverzögerung. Oh. Das ist geil. Wir wissen nicht warum, aber es macht uns allen Spaß. Das wird wie ein Kanon, weißt du? So, Frère Jacques, Frère Jacques, genau. ja, okay, du bist. Nina begann. Sie erzählte uns die Geschichte von einem dreiköpfigen Mann, welcher Kinder isst. Typisch Nina. Immer irgendwelche Geschichten, welche von vorne bis hinten. Ja, diese Nina, ey. Immer die Geschichten von vorne bis hinten. Übrigens, für alle diejenigen, die in unserem Altersregime sind, wow, typisch Nina, typisch Nina. Ich fand die Geschichte nicht gut. Clara hat mir zugestimmt und Anna fand sie okay. Kennst du den Song von Freundeskreis? Du schießt von vorne wie von hinten. A-N-N-A. Nee, ich höre nur William Shatner. Danach erzählte Anna ihrem. Es handelte sich um einen großen Mann mit einem komplett weißen Gesicht, der Wanderer jagt. Nee, ich glaube, das ist William Shatner. Die Geschichte vom stinkenden Mann. Oh, siehst du diese... Das ist dieser creepy Text-Glitch. Ja. Creepy. Die Geschichte war solide, aber die von Nina! Ihre Geschichte. Nina. Clara mochte die Geschichte nicht. Aber ach, mir hat sie gefallen. Was sind das für Reviews, ey? daraufhin erzählte Clara mir ihre Geschichte. Es ging um eine geheime Organisation, die unnormale Kreaturen einsperrt, um diese sicherzustellen, SCP. Die Geschichte war sehr kreativ mit den ganzen verschiedenen... Oh Gott. Mit diesen ganzen verschiedenen Kreaturen. Ich mochte sie. Clara war sehr glücklich. Ist das hier eine fucking... Walking Dead Creepypasta? This character will remember this later. Wow. Daraufhin überlegte ich mir meine Geschichte. Ich hatte eine Idee. Johnny hat eine Idee. Es handelt sich um einen Arbeiter, welcher bei einer Pizzeria die Nachtwache halten soll. Das ist eine SpongeBob-Creepypasta. Bei dieser Pizzeria gibt es Roboter. Und das nachts. Die versuchen, die Welt zu regieren. Nicht Bipu-Bu-Bip? Bipu-Bipu. Die haben schon die Marine erobert. Diese Roboter... sollen Kinder glücklich machen und der Pizzeria einen kinderfreundlichen Ruf geben. Über Nacht? Also wann? Also wann scheint? Nachts. Werden die Roboter doch ungewollt aktiv und wollen den Nachtwärter töten. Und das nachts. Als ich fertig erzählte, wartete ich auf die Meinung der anderen. Ja. Da kommt die GEMA direkt mal um die Ecke. Und das nachts. Hier, aber jetzt kommt der Twist. Also nicht der Tanzstil, aber ne? Hier sitzt aber niemand. Wenn erzähle ich das eigentlich? Ich habe doch sowieso keine Freunde und hatte niemals welche. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Das Leben in einem Waisenhaus ist voll. Überschockierendes Ende. Ich war noch nie so schockiert. Kategorien hinzufügen. Also gut, ich meine, es hat mich bis zu, also,
Also es waren ungewollte Twists drin. FNAF-Pasta, dann dachte ich nochmal FNAF-Pasta. Dann dachte ich nochmal FNAF-Pasta und dann letzten Endes der Twist am Ende. Und dann dachte ich, sie wäre Nachtwärter, ist aber kein. Das war der dritte FNAF-Twist. So viele Twists, Alter. Fast so wie Twister, ey. Huiuiui. mit einer Person. MGR hat einen guten Kommentar da gemacht. Ich fand diese Geschichte nicht gut. Love Giant fand sie nicht gut. Alfonso fand sie witzig. Ja, ich glaube, der Eisengrout, der hat es auch ganz gut zusammengefasst. Es fehlen Emotionen. Mhm. Beschreibung, wie sieht die Szenerie aus, fehlt definitiv. Tempo. Leser wird förmlich durch die Geschichte gehetzt, allerdings. Plot ist langweilig. Naja, Spannung. Ja, genau, dadurch, dass man durchgehetzt wird, kommt nicht wirklich Spannung zustande. Das einzig Gute waren in dem Fall die Twists, weil ich jetzt bis zum Ende, also zuerst dachte ich, okay, SCP, dann die erste Geschichte war die kreativste, dritte war SCP, zweite war mehr oder weniger Slender. Die einzigen Twists, die es gab, waren die ganzen FNAF-Anleihen am Ende. Die waren okay, aber die hätte man besser ausbauen können. Ich bin sehr glücklich darüber. Und da machen wir auch schon weiter mit der nächsten Pasta, lieber Giant, würde ich vorschlagen. Alfonso will remember the Gruselabend. Ja. Nämlich den Little Creepy Boy. No. Und damit fange ich auch schon an. Louis, Chef, kommst du essen? Ja, Mom. Ach, riefen beide von oben die Treppe runter. Es war Ende November und draußen lag schon 10 cm Schnee, was 2008 nicht ungewöhnlich war. Ja, Global Warming war da noch nicht. Natürlich, lieber Giant. 2008 war für viele Meteorologen. Sehr subtil. Also Wetter Online bezeichnete den Winter 2008-2009, ja. Obwohl es ein später Winter war. Endlich mal wieder als einen echten Winter. Der kam später aber mal richtig. Du weißt aber, dass Winteranfang Ende Dezember war und wenn er spät kam, dann kann das nicht im November gewesen sein. Giant, es ist okay. Louis 15 und Jeff 13, also zusammenreißen, Ivy, stürmen die Treppe runter und rannten runter Richtung. Fast Alliteration. Esszimmer. Oh, schönes Stilelement. Giant 15, 13 sind mir wesentlich zu jung. Gilt auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Außer ihr seid Pastoren. In der Konditorei. Also so auf Pastoren stehe ich nicht so. Ja, aber haben eine schöne Anaffe. Du wirst verlieren, Chef. Halte es im Flur. Halte. Hoffe nicht, Louis, du wirst verlieren. Beide stolperten ins Esszimmer, jetzt, was war ja doch, in dem ihre Mutter stand und beide sauer auf dem Boden liegend betrachtete. Ja, betrachtete. Ah, das ist ein Stilelement, das ist die harten Buchstaben, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber die harten Buchstaben ein bisschen abzudämpfen. Na, das ist immer damit sie nicht so hart stolpern. Das T und das P oder das B und das D, ne, spreche ich auch nicht scheiße aus. Ne, Giant. Mhm. Ne, hat ein bisschen Dialekt reingebracht, ne? Finde ich sehr schön. Ein bisschen, ja. Zum tausendsten Mal. Hört auf, im Haus zu rennen. Sie standen auf. Tut mir leid, Mama. Auf dem Tisch standen drei Teller mit Ravioli. Gib mir die Formeloni. Und daneben einen großen Stapel gelber Briefe. Das ist nicht der richtige Fallschein. Ist aber wichtig für die Story. Deswegen wurde es falsch geschrieben, damit man extra darauf nochmal aufpasst. Jeff, mein Name ist Jeff, setzte sich an den Tisch und pickte in seinem Teller rum. Ich muss... Ist er denn ein Vogel? Der hat einen Vogel vielleicht, ja. Ich muss nochmal arbeiten. Lasst meinen Teller einfach auf dem Tisch stehen. Jeff, um 11 ist Bettzeit. Kleingeschrieben. Wenn ich nach Hause komme, schläfst du, verstanden?
Keinen Punkt und Komma. Ja, Mom, brummelte er vor sich hin und schippte sich eine volle Gabel in den Mund. Das könnte eventuell im Krankenhaus enden. Sie zog ihre Schuhe und ihren knallroten Mantel an. Knallroten Mantel an. Anschließend verließ sie das Haus. Louis. Er setzte sich zu Jeff und guckte leicht angewidert in den Teller. Schon wieder Modern Talking? Der Witz wird mit der Zeit nicht besser, Jeff. Das kann ich übrigens sagen, wenn ihr einen bestimmten Namen habt, der, wie zum Beispiel Louis, und ihr seid in einem Hotel beispielsweise, und dann kommt von irgendjemandem, oh, Louis, wie der fucking Modern Talking Song. Diese Person hat diesen Witz nicht zum ersten Mal gehört. Just saying. Ich spreche da nicht aus Erfahrung. Schon wieder die Frau Meloni. Er nahm den Stapel Briefe in die Hand. Die sind ja noch alle, oh, jetzt werden wir Draufgänger, ungeöffnet. Ich habe noch einen guten, weil es ist mir gerade eingefallen, ich habe ja hier gerade ein Glas vor mir stehen und ich glaube, damit stimmt was nicht. Mein Glas hat ein Loch. Eröffnete das sie. Also auch das Glas, damit der Alfie den Witz bringen konnte. Und las die ersten Zeilen durch. In seinem Gesicht breitete sich ein besorgter Blick aus. Was ist los? Sagte Jeff. Das war ja ein Nuclear Throne Soundfit. Sagte Jeff mit vollem Mund. Gar nichts. Dein Blick sieht aber nicht so aus. Nicht nach nichts aus. Dein Blick sieht aber nicht nach nichts aus. Das ist ein Paradoxon. Oder nicht? Nein. Kann ein Blick nicht nach nichts aussehen? Man spricht ja immer mit der Körpersprache, mit der Mimik. Das aber beantwortet das nicht ist meine ja, Sprache. Sieht ja nicht, Sprache. Mein Blick kann nach nichts aussehen. Ne? Mach es mal. Es ist aber ein Stilmittel, lieber Child. Ne? Es ist nämlich ein Gegenteil, eine Antithese. Nein, Affe. Und es ist ein Stilmittel. Ja, glaube ich dir. Also, dein Blick sieht aber nicht nach nichts aus. Wusstest, dass Mom die Miete fürs Haus nicht zahlen kann? Boah, nice. Wusstest das, Mom? Nein, wusste ich nicht. Aber das würde erklären, warum sie so viel arbeitet, großgeschrieben, in der letzten Zeit. Das war ziemlich aggressiv. 0:00. Auch nicht 3 Uhr. Louis saß auf dem Sofa und wartete, bis seine Mutter nach Hause kam. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie kam. Das ist natürlich nett. Mama, jetzt sagt der Mama, können wir kurz reden? Mama, klar, was ist los, sagte sie und setzte sich neben ihn. Er legte den geöffneten Brief auf den Tisch. Warum sagst du nicht, dass du das Haus nicht bezahlen kannst? Oh, Louis. Ich weiß nicht weiter. Wir können uns dieses Haus nicht mehr leisten. Wir werden umziehen. Ich habe süßes Haus in einer netten Gegend gefunden, in der Stadt nebenan. Digga. Louis nickte. Und so fing alles an. Oh, das war ein Intro. Jane hörte das in ihrer Nachbarschaft, mein Fehler, nicht in ihrer. Oh, Entschuldigung. Jane hörte, dass in ihre Nachbarschaft eine Familie ziehen wird, Digga. Nach ein paar Tagen zogen Jeff und seine Familie schon ein. Das Haus war nicht sonderlich groß, aber doch ausreichend. Was hat das Intro hat überhaupt keine Bewandtnis gehabt dann? Wo sind die Ravioli hin? Wow! Das ist ja cool. Wie schön! Alle drei waren echt begeistert von dem Haus. Ja, aber nicht groß, aber es ausreicht. Als ob alle drei das Haus zum ersten Mal so, wir ziehen jetzt ein in ein Haus, was wir noch nie gesehen haben. Oder, um es in den Worten vom lieben Alfie zu sagen, Schockshit, huiuiui.
Am nächsten Tag, oder in der passt da eben Louis, Louis, Louis. Am nächsten Tag liefen Jeff und Modern Talking an die Bushaltestelle, um auf den, das habe ich schon Puls gelesen, um auf den Bus zu warten, natürlich. IDPD. Jane war dabei, sich fertig zu machen, seelisch, und warf einen Blick aus dem Fenster, als plötzlich... Oh. Irgendwann habe ich das schon mal gelesen. Als plötzlich drei Jungs mit dem Skateboard über Jeff und Louis sprangen. Nicht sprangen, sprangen. Mhm. Hab ich schon mal irgendwo. Haben wir den nicht schon mal gelesen? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Mir kommt die null bekannt vor, scheint. Dann ist es vielleicht die Jeff the Killer Creepypasta, die ich schon mal gelesen habe. Vielleicht liegt es auch an den Absätzen. Das kommt mir so bekannt vor, dass nach jedem Satz ein Absatz ist. Drama, Baby. Scheint, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, ne, die ich gut jetzt erzählen kann, die passt jetzt hier gut rein. Mhm. Zum Thema huiuiui, Schock. Offenbar habe ich neulich, ne, nach Feierabend mit ein paar Kollegen noch 1, 2, 3, 4, 5 Bier getrunken. Ja. Und bin dann in die Wohnung rein. Anscheinend, das hat mein Mitbewohner zumindest gesagt, bin ich... durchgehend im Haus rumgelaufen und hat gesagt, ui. Und das eine Stunde lang. Ja, das war sicherlich nur eine erfundene Geschichte. Natürlich, ja. Weil wenn du es gewesen wärst, dann hättest du auch Schockshit zwischendurch gesagt. Und du hättest es natürlich in der... Stimmlage deines Idols William Shatner gemacht. Also noch mehr Indiz darauf, dass er sich das Ganze nur ausgedacht hat. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Schock, shit. Schock, shit. Schock, shit. Das war sogar fast ein Song von Pink Lady, nicht schlecht. Die drei waren dafür bekannt, das Frühstücksgeld von anderen zu klauen. Deshalb fuhr Jane immer mit dem Auto zur Schule. Zur Schule. Digga. Oh nein! Warte mal, welche drei waren gemeint? Jeff, Louis und die Bushaltestelle oder was? Naja, doch gesagt, nee, drei Jungs. Mit dem Skaten mehr, ne? Macht schon Sinn, ja. Nolly Tray flippen. Oh nein. Oh nein. Flüsterte Jane, als sie sah, dass Jeff und Louis von ihnen... Louis ist so ein scheiß Name. Alle, die Louis heißen, geiler Name, nur hier in der Pasta klingt scheiße. Von ihnen mit einem Messer bedroht wurden. Auch betrachtet das Messer etwas genauer. Aber die Schreibweise von Louis, eigentlich mit L-O-U-I oder noch ein S oder was eigentlich stumm ist, das kann man aber weglassen. Aber Louis ist ja ziemlich eingedeutscht. Ich glaube, so heißt kein Mensch. Louis? Louis, so geschrieben. sie wandt den Blick ab, doch ihre Neugier packte sie. Und sie wagte einen zweiten Blick. Haben wir so viel wacken Stil gehabt hier. Jeff stand auf, als sie gerade gehen wollten. Hä? Sie wollten dann schief gehen. Ich verstehe gerade gar nichts. Jeff stand auf, weil sie gerade gehen wollten. Ja, aber er hat sie doch mit einem Messer bedroht. Warum sollten die dann gehen? Bist du verrückt? Obwohl das Fenster geschlossen war. Wie alt sind die eigentlich jetzt, wenn die mit ihrem Auto fährt und anscheinend 13, in derselben Klasse 15, sind? Wie man es kennt. Ja, aber natürlich. Ich glaube, Jane ist älter. Ja, das interpretiere ich gleich zu viel rein, aber... Oh, bist du verrückt, Schießi, obwohl das Fenster geschlossen war? Wieso? Oh nein, ich kann nicht schreien, mein Fenster ist doch geschlossen. Also wenn bei Alfie der Bierdeckel fliegt, dann ist er sehr erregt. Jeff schlug den ein ins Gesicht, der sofort zu Boden fiel und ohnmächtig wurde. Du hast ein sehr gutes Gehör, lieber Giant. Du hast ein sehr gutes Mikrofon, glaube ich, ja. Das gleiche wie du, würde ich behaupten. Mm. Dass mehrere YouTuber übrigens momentan sogar schon haben. Also haben wir eine sehr gute Wahl getroffen. Mhm. Jam, der Anführer der Gruppe, ging auf Jeff los. Hä?
und sprang an seinen Hals. Jeff stach zu. Moment, wo bist du gerade? Fuck. Hoppala. Hä? Ach so, da, du hast einen Satz übersprungen. Hast du denn nicht gelesen? Gelöst. Bei dem Sturz? Nee, wir waren dabei, dass er den einen ins Gesicht geschlagen hat. Bei dem Sturz fiel genau. Das Messer aus der Jacke des Jungen, Spoiler. Was Jeff nahm und auf einen der anderen losging und ihm den Arm aufschnitt. Der ist ziemlich arm dran gewesen, also, wenn es so klein geschrieben wird. Ah. Jam oder Yam? Wham wahrscheinlich. Last Christmas, you cut my arm. Der Anführer der Gruppe ging auf Jeff los und sprang an seinen Hals. Hat er so einen Hals gehabt? Jeff stach zu. Wo? Und Jam. Ja, stach zu, ne? So, so zustechen, ne? Mit der Hand so voraus und dann zustechen. Ja, wohin? Jeff stach zu und Jam flog mit einem Messer im Bauch, ne? Der Giant, da hast du es im kleinen geschriebenen Bauch, zu Boden. Jane schrie, ne? Ist ja logisch. Mhm, obwohl Louis, das Fenster geschlossen war. Louis wusste nicht, was abging. Er guckte, als wäre Jeff nicht mehr derselbe. Und Jeff, ja er, das Gefühl war unerklärbar. Wie Emotion, aber Emotion reingebracht, unerklärbar, Digga. Er wusste nicht, wie es ihm war. Er war schockiert von sich selbst, aber irgendwie auch begeistert, lieber Giant erhebt. Das ist ja echt, huiuiui. Er wusste nicht, wie es ihm war. Weißt du noch, wie es ihm mal war? Giant. Ja. Wie ist es dir denn heute? Ich bin ein bisschen schockiert von mir selber, aber irgendwie auch begeistert. So, als könnte ich jetzt gerade einfach mal ins Treppenhaus gehen und einfach mal huiuiui, Schockshit schreien. Schockshit. Janes Eltern rannten ins Bad, als sie den Schrei ihrer Tochter hörten. Achso, obwohl das Fenster geschlossen war. Sie schauten nun auch aus dem Fenster, das nach wie vor, glaube ich, geschlossen ist. Sie waren geschockschittiert und sagten ihr, sie solle niemals mit Jeff sprechen, obwohl sie nicht mal annähernd alles sahen. Als der Bus kam, rannten Jeff und Louis weg. Kurz darauf waren auf ja, Polizei richtig. Und Krankenwagen anwesend. Diese gesamte Geschichte stört mein Lesefluss so sehr, weil nichts stimmt. Aber das Fenster war geschlossen, Chuck. Das ist wichtig. Naja, das ist aus einem einfachen Grund, dass er sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen kann. Jeff, was war das da? Was war da? Jeff, was war das gerade? Brachte Louis nach langem Schweigen raus. Direkt nach seinem zweiten Solo-Album. Ich weiß es nicht. Dieses Gefühl von Gerechtigkeit oder sowas in der Art übernahm mich. Die Aufsichtsperson. Übernahm. Na, Chaim, wie geht's denn da wohl weiter? Erzähl doch mir. Also ich hätte gesagt, wir sollten auf jeden Fall heute schwänzen. Hm? Du verstehst? Zwinker, zwinker, keuch, keuch. Ja, Louis. Du hast recht, aber nach Hause können wir ja auch nicht. Creepy, schockierendes Ende. Definitiv. Hätte ich nicht gedacht, dass sie auch nicht nach Hause könnten. Was passiert mit Jane? Wird sie Tarzan finden? Das alles in der nächsten Folge von Du kriegst das Fenster nicht auf. Apropos, schockierendes Ende, weil das war ein Halbsatz. Der letzte. Weil die, Anführungszeichen unten haben gefehlt. Ja. Moment, waren Anführungszeichen unten am Anfang? Nein. Ja, doch. Also man könnte sagen, das Ganze war ein Monolog. In dem Kontext definitiv schockierendes Ende. Aber jetzt, wo du sagst, manchmal sind die Anführungszeichen nur oben, manchmal sind sie unten und oben. Ja, es ist ein Kontinuum.
Nee, eben nicht. Scheiße. Also, Kurator MGR sagt, aufgrund von massiven Mängeln bei Rechtschreibung und Grammatik und Logik, und da diese Geschichte unfertig und unrund wirkt, was? Setze ich einen Löschantrag. Ja. Komisch. Finde einen Affe. Felix. Lieber Giant, ich wollte dir mal was sagen. Er kam, die, also ich will nur sagen, die Pasta kommt mir bekannt vor, weil ich glaube, das basiert auf der Jeff the Killer Creepypasta, weil ich das mit diesen drei skateboardenden Jungs, die abgeschlachtet werden, irgendwo schon mal gelesen habe. Das kommt mir bekannt vor. Nicht so wie allgist.com, aber es kommt mir bekannt vor. Giant, eine Anapher, ist eine Wiederholung eines Wortes oder mehrerer Wörter zu Beginn aufeinanderfolgenden Sätze. Ja, sag ich ja. Wenn ich dir jetzt sage, ich heiße Stonzo. Ich gehe gerne nach Ungarn. Ich kann jonglieren. Ich habe Gangrän. Dann ist dieses Ich ein Anapher, lieber Giant. Ja. Ja. Sag ich möchte, dass du das lernst. Ich möchte, dass du das verstehst. Ich möchte, dass du mir nun erklärst, was ein Anapher ist. Deswegen sage ich doch, fehlende Anapher. Hast du eine Anapher in dieser Story gesehen? Nein. Außer, oh ja, da hast du recht. Außer du gehst mega Meta und sagst, die Anapher waren die aufeinandergefolgenden Logikfehler sowie die Rechtschreibfehler. Dann sage ich, okay, das ist Meta. Es gibt aber viele Wortwiederholungen. Louis steht immer dreimal drei hintereinander. Moment, Meta dürfen wir nicht sagen, das ist Schleichwerbung. Ja, könnt ihr jetzt. Sorry, wie heißt der Typ? Zuckerberg? Der Marc, wir sind bei du. Alles klar, da ende ich doch fast in der Vollnarkose bei dieser Aussage. Und, interessanterweise ist es auch die nächste Pasta. Als hätte ich es geplant. Eine Überleitung, ey. Sick, ey. Huiuiui, das flutscht. Da endet der Alfie auch fast im Schockshit. Nächste Pasta, meine lieben Freunde, die Vollnarkose. Mach mal abschnittweise, ja, ne? Lieber Giant, es ist allgemein bekannt, dass eine Vollnarkose, wie sie in der Chirurgie verwendet wird, das Bewusstsein für begrenzte Zeit vollständig zum Erliegen bringen kann. Nicht das Bewusstsein. Ja. Ja, stimmt. Aber woher genau wissen wir das? Welcome to my TED Talk. Bisher war die Wissenschaft nicht in der Lage, die Mechanismen der Vollnarkose zu erklären, ganz zu schweigen vom Bewusstsein selbst. Auch das kann sie erklären. Nein, kann sie nicht. Wer hat das gesagt? Gott. Harry. Jetzt sag ich Harry. Ficktart. Daher kann man sich nur auf die subjektiven Berichte anderer verlassen, lieber Giant. Das war Absicht, weil jetzt hätte ich ja fiktiv stehen können. Da hätten wir den Bogen gespannt quasi, den imaginären natürlich. Anapher. Fiktat, fiktiv. Wer kennt's alle? Jetzt hätte ich noch so einen richtig krassen Gag gehabt, aber der ist mir jetzt gerade wieder entfleucht, leider. Achso, doch, Peter, ja. Und auch Shankar, für mich bist du kein Kranker, meinst du? Du nimmst mir die Worte aus der unheilbaren Krankheit. Aus dem Muttermunter. Aber wir wissen alle, wir können alle Lecks stopfen. Nicht mit Tesafilm. Aber mit dem Glauben an den lieben Gott. Wenn du es... Hashtag Succession from Church. Wenn du selbst bereits eine Vollnarkose erlebt hast, derartig, als ich noch in der Kirche war, weißt du, dass es sich tatsächlich wie eine völlige Leere anfühlt. Du schläfst in einem Moment ein und wachst im nächsten wieder auf, ohne jegliches Gefühl, dass inzwischen Zeit vergangen sein könnte. Aber, woher weißt du rückblickend, dass du wirklich nichts erlebt hast? Vielleicht fehlen dir einfach... Oh, das wird eine Anti-Vax-Story. QAnon. Dämonet heißt. Wo war ich? Ah, hier.
Das habe ich nur gesagt, um darüber hinweg zu täuschen, dass ich nicht mal so. Einfach nur die ja. Erinnerungen daran. Es könnte der Fall sein, dass eine Vollnarkose das Bewusstsein überhaupt nicht abschaltet und den Patienten stattdessen nur temporär lähmt und ihm die Erinnerungen nimmt. Schließlich ist auch bekannt, dass wir jede Nacht träumen. Aber die meisten von uns erinnern sich nur selten daran. Du spürst ein Kribbeln. Merkst du es? Spürst du es, ja. Mr. Krabs? An die Flüssigkeit deinen Arm hochläuft. Ne? Achso, als die Flüssigkeit deinen Arm hochläuft, okay. Dein groß geschrieben. Bald wird dein Körper gelähmt sein, unfähig etwas zu tun. Und dann würde das Kinderblut rausgesaugt werden, von dem ich mich ernähre. Das war wie Khan aus King of the Hill. Dann kann ich mit dem Scheiden beginnen. Schneiden. Ups. da hab ich mir quasi was ausgemalt hier. Aber lass dich nicht täuschen. Du wirst alles von mir spüren. Weiß ich doch, Alfie. Schockierendes Ende. Ja, und Schockshit. Schockshit. Auch jetzt habe ich hier Schockshit hingeschrieben. Der gute Eisengrout hat das für uns wieder wunderbar zusammengefasst, hoffentlich. Ich unterstütze den Löschantrag. Ach, du auch. An sich ist die Grundidee gut, allerdings kommt sie bei der Kürze nicht zur Geltung. Es besteht kein Grund, das Grauen und die Schmerzen der Prozedur nicht zu beschreiben. So könnte man beim Leser Gefühl von Angst erzeugen. Hier gebe ich ihm recht. Hier wäre das... Normalerweise hast du ja immer, ne, oh, überall Gedärme und Blut und bla. Danke. Das ist das Kribbeln, das langsam, die Flüssigkeit, die langsam in den Arm hochläuft. Wir haben das jetzt allerdings in dem Fall so gemacht, dass es raus runterläuft. Punkt. Die Paste hätte davon profitiert, weißt du? Ja, also jetzt, also gerade das, dann kann das Schneiden beginnen. Langsam, Scheiden. Bla 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 bla. Du wirst alles spüren oder nach, du wirst alles spüren. Könnte man das noch ein bisschen... Ja, oder du wirst alles spüren so als Final, weißt du? So Finn. Ja gut, aber dann noch alles beschreiben, was gemacht wird, wenn sie langsam mein Kinderblut trinken, wenn sie... Ich meine... Kinderblut-Partys feiern. Das ist ein Klassiker halt. Wir haben ja anscheinend das Kind... Oh, sorry, Verperlung. Wir haben ja anscheinend das Kinderspecial heute, weil die ersten beiden passten. Von Kindern, über Kinder handelten? Ja. Aber das wurde ja hier nicht thematisiert. Ach so. Muss gar kein Kind sein. Das kann auch Erwachsenenblut sein. Ja, aber die trinken alle Kinderblut. Alle, der Mark Zuckerberg, alle bösen Menschen trinken nur Kinderblut, habe ich mal gelesen im Internet. Dann muss es stimmen. Auf welcher Seite war das denn? Das war auf wahrheit.de. Ich muss mal schauen, ob es die Seite wirklich gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, die Domain wurde schon geclaimed von Anti-Vaxxer. Nee, wurde noch nicht. Die kannst du kaufen. Oh, mach mal. Preis 40.000 Euro. Mindestpreis 10.000. Nee, habe ich nicht. Verkauft. Aber nur damit ich weiß, die Seite ist noch zur Verfügung. Also wenn ihr euch wahrheit.de sichern wollt, sie könnte euch gehören. Je nachdem, was ihr darauf veröffentlichen wollt, logischerweise. Aber, lieber Giant, jetzt weg von Kindern, weg vom Blut, hin zu einer anderen Flüssigkeit, nämlich Wasser. Oh, Alter! Und krass! Weißt du, wo denn ganz viel Wasser zu finden ist? Ey. Krass. Im Meer. Oh, ich dachte im Weniger. Ah, okay, kann ich noch drauf lassen, alles klar. Moment, a Gag of the Day. War ja neulich in der Stadt, ne? Hab dann so gesehen, oh, ja, da ist eine Bar, ne? Ne, scheiße, warte mal. Bist du zum Barkeeper gegangen und hast gesagt, ey, Barkeeper, in meinem Glas ist ein Loch. Ne, den hab ich dann nachgebracht. bin dann so reingegangen, hab ich an die Bar gestellt, ne? Kam so ein Pferd rein, ne? Da hab ich gefragt, ja, warum so ein langes Gesicht? Ich kenne tatsächlich ein paar Leute mit einem ziemlich langen Gesicht, ne? Den Witz fanden sie nicht so gut. Rev Entity 000. Es war ein ganz normaler Tag.
Ich kam von der Schule nach Hause und wollte ein bisschen Raft spielen. Und Raft war mein absolutes Lieblingsgame und ich spielte es manchmal die ganze Nacht lang. Ich baute mein Boot größer und kämpfte gegen den Hai, erkundete Inseln und so weiter. Es war schon spät und ich wollte eigentlich mit der Welt fertig machen. Also jetzt im Game oder Real Life? Und aber dachte mir, ach, die Insel mache ich noch zu Ende. Oh ja. Ich wusste allerdings nicht, was für ein Fehler das war. War das Dan Brown? Also jetzt nicht hier der Fehler, Dan sondern. Brown Foreshadowing, ja, lieber Giant, das haben wir schon Nee, weißt du, unterbesprochen. ja, der, weißt du, der immer sagt, das sollte er später noch bereuen. War das Dan Brown? Das war Dan Brown, lieber Ja, Giant. deswegen mag ich Dan Brown auch nicht. Wieso? Ja, genau deswegen, wegen Foreshadowing. Stronzo will remember this. Deswegen ist William Shatner besser. Ich kann euch allen empfehlen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, das kommt von demselben, Schreibt der euch mal. Drogen empfohlen hat, just saying. Ich habe euch nie Drogen Hat empfohlen. er. Raucht mal Nelken, sag ich euch. Ist wieder Straßenslang für irgendwas. Nehmt nur Nelken, echte Nelken. Und hört euch William Shatner an, hört euch ein paar Lieder an. Mr. Tambourine Man, Little Drummer Boy, wenn es mal was Weihnachtliches sein soll. Also Creepy Boy Oder für Halloween. Lucy in the Sky with Diamonds, ne? Oder Common People. Ganz, ganz viele gute Lieder hat er. Oder Und Louis, 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 wenn es Halloween ist. schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Musik als gut bewertet. Es werden nur die Kommentare stehen bleiben, die das auch sagen. Die anderen werden gelöscht, aber macht das bitte nicht. Fake News. Zur Zeit dieses Gedanken war ich noch auf dem Weg zu Tangaroa, die Stadt unter der Glaskuppel. Kampf unter der Glaskuppel, das ist ein guter Film mit Mel Gibson. Ja, ich kam an, parkte mein Boot und begab mich auf die Insel. Ich kannte die Gänge und die Türen so ziemlich auswendig, da ich das Spiel schon so oft durchgespielt habe. Weird Kann man Flex. das Spiel durchspielen? Du kannst alles erkunden, glaube ich. Gibt's ein Zumindest so Endgame? weit, wie es zur Zeit gab. Zumindest so weit, wie es zur Zeit gab. Und der Punkt Es nach der ist kein Klammer. Satz. Pff. Es ist trotzdem kein Satz. Ja, deswegen auch der Punkt außerhalb der Klammer. Um das zu Nach untermalen, dass das kein Satz war. einiger Zeit passierten aber sehr kuriose Dinge, lieber Giant. Was haben wir denn Erzähl hier? mal. Es wurde dunkel, als ging ich zum Boot zurück. Oder ALS ging ich zum Boot zurück. Doch dann stand plötzlich im Chat Daredevil. So hieß ich, Tryhard, hat das Spiel verlassen. Was komisch war, weil ich noch im Spiel war. Bum, bum, Dankeschön. bum. Ich dachte mir nichts, weil es bestimmt nur ein Bug war und ging aufs Boot, um zu schlafen. Doch es war wieder etwas nicht richtig. Die Wände sollten grünen Schleim ab. Obwohl, lieber Giant, mein Charakter gerade geschlafen hat, war es immer noch Nacht und Wintersonnenwende. ich war nackt. Ich dachte mir wieder, dass es nur ein Bug sein. Dass es nur ein Bug sein. Zweimal. Ich dachte mir, dass es nur ein Bug sein. Ja. Ja, das ist kein guter Also, Satz. Dann startete die Welt neu. da soll mal einer sagen, das Spiel kriegt nichts gebacken. Aber wie oft haben wir diesen Satz denn gelesen? Ich dachte mir, dass es nur ein Bug war oder ist oder. Oh, Ja. das ist ein Bug, ich mache einfach mal weiter. Na, also Das da. hatten wir doch in der gesamten Poképasse, das hatten wir im wahren Ash, oder das hatte der Brian im wahren Ash, das hatten wir im wahren Super Mario. Nee. Ich glaube, so ziemlich in jeder Ja. Gaming-Pasta, ja. Naja, Pokémon Grüne Edition 5. also das kann ich noch, The Greening, das kann ich noch nachvollziehen, aber es gab schon Leute, die waren extrem bescheuert. Weißt du? Denken wir dann, oh, das Game hat auf einmal mir eine runtergeholt. Ich spiele trotzdem weiter, war bestimmt nix. Weißt du?
Da fällt mir ein, apropos Runderhund. Uiuiui. Ich kenne jemanden, der erzählt immer gerne, na, so erfundene Geschichten. Na, und da ist zu mir gegangen und gesagt, ey, du Stonze, ich war neulich am Busbahnhof und da war so ein Mann. Na, der hat dann sein, der hat mich dann angeschaut und gesagt, ob ich in die Toilette gehen will. Oh, da habe ich mir jetzt nichts weiter gedacht. War ich dann bei ihm. Und dann holt er plötzlich seinen Penis raus. Und ich dachte, was will der jetzt bloß? Und dann musste ich ihm einen blasen. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich fertig war, wenn du das nochmal machst, dann ist die Polizei. War das von Harry Potter und der Pornokeller zufälligerweise? Nee, aber eine schöne, frei erfundene Geschichte. Die mir jemand erzählt hat, die ich sehr interessant finde. Der wollte sie mir als echt verkaufen, aber ich habe sie nicht so ganz abgekauft. Ja, das ist wie mein Meme-Giant-Video zu hier Qingtao-Bier. Qingtao ist sehr gut. Ich habe jetzt auch übrigens den thailändischen Whisky oder Rum bestellt. Welchen? Mir und besorgt. Den es seit 1940 gibt. Keine Ahnung, wie der heißt. Also Whisky kann ich dir sagen, das ist entweder Ting Tong oder es ist Mekong. Mekong ist Mekong. Besser. Mekong habe ich geholt. Mekong ist richtig gut. Ja, ich gleich mal meinem Chef geschenkt und gut war's. Danach war es auch wieder alles normal. Und es war Tag, nachdem ich aus der öffentlichen Toilette rauskam. Ich ging wieder auf die Insel und machte mich auf den Weg an die Oberfläche, wo ich mich auf die Suche nach Items machte. Nee, er machte sich nicht auf den Weg, sondern er macht sich auf den Weg. Ging wieder auf die Insel und macht mich auf den Weg. Ah, ja, mein Fehler. Und ach, dann wieder Präsenz. Ich Geschichte nicht verunglimpfen mit deiner Fehlinterpretation. Das macht es nämlich creepy, weil es geht von Vergangenheit auf Präsenz auf Vergangenheit. Und es wird noch öfter wechseln. Mhm. Denn Spoiler. Irgendwann wurde es sehr skurril. Ui. Ich war im Gebäude mit der Hausnummer 9, das ist die schlimmste von allen Nummern. Mhm. Und direkt dann nach kam 8. Im Chat die Meldung, Entity 000 hat das Spiel betreten. Ab dann wurde es extrem komisch. Wir steigern uns und bleiben im Textfluss. Auf einmal regnete es auf der Insel, obwohl diese in einer Kuppel waren. Ich dachte, alles wäre nur ein Bug. Was sonst? Bugs Bunny am Start, alles cool. Ich schaute aus einem Fenster des Gebäudes und sah, wie eine schwarze Kreatur, die dem Spieler sehr ähnlich sah, hinter einem anderen Gebäude verschwand. Wer könnte das nur sein? Hero Brian. Ich dachte, es wäre nur Einbildung oder so. War aber nur ein Bug. Aber ich dachte, es wäre nur ein Bug. Aber irgendetwas in mir dachte, das Spiel wäre verflucht. Ja, ja. Sechsmal war es ein Bug und dann kommt irgendwie eine schwarze Kreatur, die in einem anderen Gebäude verschwand. Dann ist es verflucht. Hundertprozentig. Auf einmal hörte ich ein komisches Kreischen hinter mir. Mach mal. Verdammt echt. Ich drehte mich verängstigt um und wurde von einem Lurker angegriffen. Was auf der Insel normal ist, also noch kein Bug. Die Viecher chillen ab und zu in manchen Alter. Räumen rum. Alter, aber dieser Lurker hatte erstaunlich viele Schläge ausgehalten. Mhm. Ich schaffte es jedoch, ihn zu besiegen. Das ist ein krasser Typ. Doch das Geräusch von dem sterbenden Lurker war sehr verzerrt und da wiederholte es sich immer wieder. Mach mal nach. Ich ignorierte, es war ein Bug und ging ins nächste Gebäude. Als ich dort in einem Stockwerk eine Tür öffnen wollte, sah ich für den Bruchteil seiner Sekunde. Sind Paralleluniversen. Seine Sekunde, nicht meine. Einen pechschwarzen Arm von einem anderen Spieler, worauf das Spiel abstürzte. Ich bekam Angst, weil ich das Spiel schon lange nicht gespeichert hatte. Verdammte Bugs.
Ich startete Raft wieder und ging wieder. Zum Glück hat sich das Spiel vor dem Absturz automatisch gespeichert. Und ich stand vor der eben gesagten Tür, die jedoch offen stand. Dann kam wieder die Chat-Nachricht. Entity 000, da ist sie wieder, hat das Spiel betreten. Wo? Da bekommst du wirklich Angst. Wo ich Angst bekam, Giant. Mm-hmm. Du bist jetzt voller Angst, ich merk's. Ja, voll ich am hatte, Angst haben, ey. Voll Angst am Beben. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen, wo es mir genauso ging, ne? Ich hatte in den Einstellungen eingestellt, Entschuldigung, dass niemand beitreten kann. Ja. Im nächsten Stockwerk hörte ich auf einmal, wie das Badezimmer wie ein wie aus im dem nächsten Badezimmer. Stockwerk hörte ich auf einmal wie aus dem Badezimmer wie ein Spieler gegen sehr viele unterschiedliche Gegner kämpfte. Ja, es ergibt aber trotzdem keinen Sinn, Giant. Ja, trotzdem. Wenn schon keinen Sinn, dann richtig. Sogar welche, die es auf Tangaroa gar nicht gibt. Als ich der Tür näher kam, wahrscheinlich die ganze Zeit schon davor, die andere, okay, starben, groß geschrieben, plötzlich alle Tiere in dem Raum. Moment, er stand vor der Tür. War die offen? Ja, hat er gesagt. Panisch öffnete ich die Tür. Gut, damit haben wir es. War sie nämlich nicht. Das war eine... hier, Dings. Flipped Reality oder sowas. Diese öffnete sich jedoch blitzschnell. Ich panisch öffnete ich die Tür. Diese öffnete sich jedoch blitzschnell. Ja, war ein normalerweise Bug. Dauert es ungefähr eine Sekunde, bis eine Tür offen ist. Doch die Tür im Badezimmer, scheint, die öffnete sich so schnell wie die Türen in Minecraft. Das ist ein Bug. Und scheint, was da vor mir stand, raubte mir den Atem. Ja. Ein komplett schwarzes Modell, von dem weiblichen, oder das? Von dem weiblichen Spielecharakter mit rot leuchtenden Augen. Smoke weed every day. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ja. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. WASD, Maus und Leertaste funktionierten nicht mehr. Auch Alt-F4 reagierte nicht. Der YouTuber? Alt-Steuerung entfernen. Über dem schwarzen Model konnte ich einen Namen lesen. Entity 000. Dun, dun, dun. Es stand direkt vor mir. Nach einigen Minuten, oder stand ich einfach so rum für einige Minuten, bekam ich Schaden, weil ich Hunger und Durst hatte. Ich konnte nach wie vor nichts machen. Entity 000 starrte mich buchstäblich zu Tode an. Worauf das Spiel abstürzte, also doch nicht zu Tode. Jedes Mal, wenn ich es wieder starten möchte, steht dort... Error. Entity Overflow. Incoming message. You're mine now. Entity 000. Crash reason unknown. Ich hatte genug. Nie wieder Raft. Ich wollte es deinstallieren, doch dort stand jedes Mal. Ja, du? You can't. Ha? Smiley. Was auch immer Entity 000 war, es wollte mich. Und jetzt hat es mich. Wieso hat es dich? Oh nein, ich kann das Spiel nicht deinstallieren. Nein, meine Festplatte. Gar nicht mehr so fest. Wobei, doch, jetzt da Entity 000 den Raum betreten. Nein, aber ist kein Problem. Alfie, ist nur ein Bug. Also,
Schockierendes Ende ist schon drin. Schockierendes Ende ist schon drin, geil. Kurator MGR, mein guter Freund, hat geschrieben vor gut einem Monat. Natürlich ist Schockierendes Ende schon drin, weil ich hatte nicht kommen sehen, dass es ihn wollte und ihn jetzt hat. Da hast du aber auch wieder recht. Eben. Aber Kurator MGR hat natürlich wieder völlig überzogene Kritik geäußert, indem er gesagt hat, das ist leider ein Löschantrag. Die Geschichte ist nicht gruselig oder spannend. Sie ist zu kurz, um Emotionen aufzubauen. Und das Thema ist nicht unbedingt glücklich gewählt. Solche Videospielpastas sind leider in der Umsetzung schwierig. Und da man damit nur selten Horror erzeugt und wenn nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht, die Spieler des spezifischen Spiels. In diesem Fall ist es dir nicht gelungen, Horror aufzubauen. Daher stelle ich einen Löschantrag. Besuche unsere Hilfsseiten im Wiki. Dort gibt es Tipps, um künftig besser vorzugehen. Vielleicht gehst du auch mal auf den Discord. Da geben mir alle nette Tipps. Ja, also die reagieren auch nicht über. Scheiße. Das letzte Jahr, in dem wir Trashy Pasta machen, wahrscheinlich durch diesen Kommentar. War nicht ernst gemeint, okay? Alles cool. Chill. Ein bisschen chillen, wie die Lurker, ja? Aber mal chillen. Nein, ich fand die Kritik ein bisschen zu hart. Also, positive Kritik. Ich finde diese Geschichte interessant. Mm. Die hat einen Ansatz, den ich schon kenne, also altbewährtes. Ja. Sie hatte einen weiblichen Spielercharakter. Was weiblich ist, finde ich immer schon anziehend. Aber rotleuchtende Augen haben mich zu sehr an Kiffer erinnert. Das wollte ich jetzt nicht, während ich eine Geschichte erzähle. deswegen nur 3 von 18 Stronzo-Punkten. Also von mir kriegt die Pasta so viel Prozent wie die FDP in der letzten Landtagswahl. In welchem Bundesland? Jedes. Obwohl die Thüringen. Landtagswahl Thüringen. Mhm. Landtagswahl muss ich eingeben. Ich meine eigentlich Bundestagswahl. Nee, Landtagswahl. Der 8. thüringische Landtag, da hatte die FDP genau 5,0% von 100. Und ist damit, irgendwie hat sie sich dann in den Landtag reingemogelt. Ja, das haben sie auch irgendwie in den Bundestag geschafft, die Vollidioten. Ja, aber kommen die machen das schon, die regeln das schon irgendwie mit dem Sinn. Also ich will ja nichts sagen, aber das sind ja nur die Einzigen, die alles aufhalten, aber okay. Ja, das sag ich auch, lieber Chan. Da stimme ich dir absolut zu und ich finde es sehr traurig. Und das war. Damit wollen wir doch keine Pasta beenden. Wir beenden die Pasta doch lieber mit was Schönem. Mit dir. Das war. Das war nur ein Teaser für die neue Serie, die wir bald aufnehmen: Trashy Politics. Wir gehen jede Politikpartei durch in Deutschland. Mhm. Yes. Fangen wir an und machen dann weiter mit Jugoslawien. werden jede Partei von Bibeltreuen Christen oder Bündnis C, wie sie jetzt heißen, bis Grauen Panther unter die Lupe nehmen. Der auch nicht mehr Graue Panther heißt. Wenn ihr das sehen wollt, dann gibt ein Like, eins Like und einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal Stronzo und Dickpics 69 auf politics.de, ja. Und da wir dann natürlich auch wählen, also er abonniert mich, wenn wir danach afrikanische Parteien unter die Lupe nehmen wollen, beginnt mit Angola. Richtig? Angolaphobie oder den Alfie, wenn ihr Jugoslawien sehen wollt. What the fuck, Jugoslawien? Ey. In dem Kontext, ich wollte noch irgendwas zu der Pasta sagen. Achso, ja. der Creep hat zu spät begonnen, sag ich mal so. Der Aufbau war ein bisschen zu lang. Ich fand den Aufbau gut, aber der Creep ist halt, komm, es ist eine scheiß Geschichte. Alfie! Es gab doch keinen Creep. Der hat doch nur gesagt, oh, Entity 000, du kannst dein Spiel nicht mehr starten. Und der Protagonist reagiert mit, oh nein, mein Leben ist vorbei, ich kann das Spiel nicht deinstallieren. Ja, so sind Millennials manchmal.
Das ist halt der Alfie. Der ist einfach schon in die Jahre gekommen, der versteht das mittlerweile einfach nicht mehr. Ich habe keine Haare mehr, Giant. Ja, weil wir uns ja alle weggegruselt haben. Und deswegen geht's 2022 auch natürlich munter. Nee, Moment, das ist Creepypasta. Schaudernd. Weiter. Also an allen, an dem Gerald, an dem Gerald Asamoah. und alle anderen Zuhörer, die immer dabei sind, liebe Grüße. Der Alfie hat übrigens Asthma, was wir denn nicht wussten. Ist doch eine COPD. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall wichtigeren Dingen widmen, wie zum Beispiel Bier trinken. Natürlich auch an den lieben Man in the Mirror, der schon nicht mehr an Trashy Pasta geglaubt hat. Ivo, mein Freund, austreten musst du noch lange nicht. Denn 2022 geht's erstmal richtig los wieder. Ja, Giant, ich hab dir eine Nachricht noch geschickt, um dir was Gruseliges zu zeigen. Ja, auf dem Handy. Aber das dann danach. Okay. Lieber Giant, liebe Grüße an euch alle. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Mhm. Lieber Schiller. Ja. Wir werden dafür sorgen, dass, wenn denn Löschanträge da sind, die wir behandeln können, die auch behandelt werden. Wir sind da stark dabei, aber es ist derzeit nicht möglich. Wir haben alle Geschichten abgearbeitet, Giant. Wir waren fleißig. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben die meisten abgearbeitet. Wir haben sogar ein paar doppelt gemacht. Das gleicht was aus. Wir können auch wieder eine Pasta von vor 3 Folgen nehmen. Die werden wir auch nicht mehr wissen. Nur die Leute, die es komplett bingen. Weißt du? Die ja. Anscheinend gibt es solche Leute auch. Gratulation dafür übrigens. Giant, wenn du dir Mühe gibst, es gibt ein Video von Boris Becker, wie er auf seinem Balkon klatscht für Pflegekräfte. Jetzt könntest du einführen, das ist, einblenden jetzt bitte. Okay. Und zwar jetzt. So funktionieren Audio-Cues nicht. Just saying. Gut, ihr werdet sehen, ob es der Giant gemacht hat. Hat er nicht. Ich hoffe es ja. Das weine ich wieder. Und ansonsten, liebe da klatscht aber kein Beifall. Ich wünsche euch einen guten Start ins diesjährige Jahr 2022. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, fit und munter. Und auf ein weiteres Mal, wenn es wieder heißt Trashy Pasta mit Love Giant und dem Stronzo Boy. Kleine Info, es gibt auf YouTube eine Playlist, die lautet Boris Becker klatscht Balkon. In dem Kontext frohes Neues und auf ein weiteres creepiges Jahr. Mit uns allen. Sehr gut. Giant, hast du denn mein Grußbild schon gesehen? Kuss. Oh. Sehr gut. Sehr gut.